Na, Paul, bequem? Ihre Schema C. Kann ich für Sie tun? Chizubaga futatsu onigashimas. Hä? Versteht wieder keiner. Versteht wieder keiner. Man muss in Japan selbst Englisch Wörter quasi japanisch aussprechen, sonst verstehen die das nicht. Ja. Zum Beispiel Cheeseburger. Verstehen die nicht. Das wird ein Chizubaga. Sagst du das genau so? Ja, teilweise. Also wenn ich die kassieren will, hätte ich Angst vor dir. Ja, haben sie auch. Kann ich verstehen bei dem Gesichtsausdruck. Ja, willkommen zu unserem nächsten Video von Sumo Garage. Eigentlich hatten wir geplant, nach Upgarage zu fahren. Aber dann hat mir Memo erzählt, dass als die damals da gefilmt haben, übelst Ärger bekommen haben, weil man da nicht filmen soll. Warum auch immer. Ist ja nicht so, dass es Werbung wäre. Zumal die ja auch einen internationalen Online-Shop haben, Kruber. Ja. Aber gut, wer nicht will, der hat schon. Genau. Also haben wir uns kurzfristig überlegt, wir stellen den Honda Crossroad vor. Ich hab da was verloren. Ich habe das endlich mal geschafft, mit zur Firma zu nehmen, weil mich da unser Allfahrtmann mehrmals daran erinnert hat, dass ich doch bitte das nicht vergessen soll. Ich hatte es ja nur bei Amazon bestellt, weil unser erfolgloser Kampf bei Autobugs erfolglos war. Captain Obvious. Da ist es. Yay. Dann kann jeder in Deutschland, dann weiß jeder in Deutschland, dass da ein Senior drin sitzt oder auch nicht. Ja. Honda Crossroad. Was gibt's zu erzählen, Fritz? Ja, schönes kleines Auto. Naja, mit 4 Metern würde ich es jetzt nicht klein bezeichnen, aber er wirkt kompakter, als er eigentlich ist. Auf jeden Fall. Drinnen sehr schön viel Platz. Recht spritzig, kann man sogar auch sagen. Ja, den gibt es mit 1,8 Litern und 2 Litern. Allradsystem, Bergfahranhilfe. Das gab es bis dato laut meiner Information bei Honda nicht. Der wurde allerdings nur 3 oder 4 Jahre gebaut, tatsächlich. Was eigentlich schade ist. Ich denke mal, der Erfolg blieb so ein bisschen aus. Danach kam dafür der Wetzel. Kennst du den Wetzel? Ja, ich kenne den Wetzel. Ja, ich finde das Auto echt toll. Also, man sieht ihn ab und zu mal auf der Straße. Ich habe mich damit selber noch nie so wirklich auseinandergesetzt. Wie viele, denke ich. Ja, ich denke mal, vielen wird er auch unbekannt sein, deswegen war ja die Überlegung, ne? Und am überraschendsten fand ich, dass der 7 Sitze hat. Ja. Wir können das ja mal ein bisschen, ne? Ja. Ausführen. Ja, was gibt's zu sagen? Klimaanlage ist da. Nebelleuchten. Nee, Quatsch. Für den Alltag ein Top-Fahrzeug, bin ich aber. Gerade wenn man vielleicht auch so ein Hobby hat, wie, was kann man da jetzt nehmen? Angeln, Schatzsuche. Ja, jagen, diesen Metalldetektor-Krams, ne? Alles, was mit Wildnis zu tun hat eigentlich. Ja. Da braucht man sich keinen riesen Spritschlucker kaufen, sondern dann kann man auch mal einen Crossroad nehmen. Meiner Meinung nach. Die gab es ja auch mit Allrad. Tatsächlich. Gucken wir mal nach hinten rein. Wo ich immer denke, es ist eine Schiebetür, aber es ist keine. Ja, ich finde, hinten ist auch ordentlich Platz für die Größe. Ja. Und die Sitze sind auch bequem, ich saß schon drin. Und halt 7 Sitze, ne? Ja, aber es gibt nur ein Problem. Also wenn man Freunde hat wie mich oder dich, die könnten da hinten, glaube ich, nicht rein. Weil weiter nach vorn geht der Sitz nicht. Ups. Ich kann es ja mal versuchen. Ja, soll ich schon mal die Feuerwehr anrufen, damit die Schere und Spreizer holen? Ich komm. Also ich müsste so mitfahren. Hört man mich? Ja, man hört dich und man sieht dich. Sieht gut aus. Also ich müsste dann so mitfahren. Übrigens ist das Auto von den Jungs von Möbeltetz wieder, ne? Mm. Die damals den
total schicken GT, GT gekauft haben. 3000 GT von Mitsubishi. Und auch einen Impreza, der noch da drüben steht. Da drüben steht. Wo es auch schon wieder Neuigkeiten gibt. Ich weiß nicht, ob du das schon erfahren hast. Von wem? Unser neuer bester Freund von Autopoint wurde leider gestern entlassen. Fritz, es tut mir sehr leid. Oh nein. Wie kommt er denn jetzt klar? Tatsächlich. Der nette Herr, der mich bedroht hatte, wurde entlassen. Weil irgendwie er nichts auf die Reihe bekommt. Offensichtlich. Und man darf gespannt sein, wie es dort jetzt weitergeht. Ich habe ja sogar fast schon die Vermutung, dass der Besitzer bei entweder Memo oder mir oder bei meinen angekrochen kommt, ihm bitte zu helfen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sind das brandaktuelle News. Die sind heiß als heiß. Allerdings haben wir aktuell auch einige Probleme mit der Verschiffung jetzt. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass diese Mannschaft da sich so ein bisschen was eingefangen hat. Jetzt gibt es natürlich Probleme, eine neue Mannschaft zu finden, weil kein Japaner will das machen. Also müssen sie von irgendwoher Ausländer kriegen. Und das, obwohl die Grenzen eigentlich geschlossen sind. Es ist verrückt. Es ist einfach verrückt. Deswegen nochmal an alle, die jetzt gerade auf ihre Autos warten. Wir sind dran. Ihr könnt euch auch bei Tobias gerne rückversichern. Der steht euch auch mit Rat und Tat zur Seite. Irgendwas anderes zu organisieren, dass wir die Autos hier vom Hof kriegen. Denn wir haben langsam nämlich auch Platzprobleme und die nächsten Autos sind schon unterwegs. Unter anderem für Daniel Obres Garage ein X7, ein Crown und ein Altezza auf Turbo umgebaut. Oh ja. Dazu werden wir auch noch ein Video machen. Das Ding ist mega geil. Allerdings. Ja. Ja. Deswegen hoffe ich einfach, dass ich auch für die Kunden demnächst wirklich endlich mal gute Nachrichten habe. Es gibt ja immer wieder mal Nachfragen nach unseren Stickern. Rolo-Sticker, Duftbäume, dieser ganze Ramsch. Dazu gibt es auch News. Und zwar ist das Paket von uns jetzt nach Deutschland unterwegs. Wir schicken das an euch von Deutschland aus. Das hat einfach den Grund, dass ihr dadurch Versandkosten spart, wir die Preise nicht zu hoch drücken müssen und es alles letztendlich schneller geht. Und sobald das Paket da ist, wird auch der Online-Shop online gehen. Das werden wir natürlich nochmal kommunizieren. Und dann kann es losgehen. Und wer es kauft, keiner. 100 haben gefragt und wer es kauft, keiner davon. Nein, Quatsch. Ja, was wird es geben? Unsere Duftbäume, die ja aktuell in den Kundenautos dann auch immer reinkommen. Also wer ein Auto bei uns kauft, kriegt so ein Paket sowieso umsonst. Aufkleber, Duftbaum, Schlüsselanhänger. Genau die Sachen wird es aber auch zum Verkauf geben. Es werden nach und nach immer mal neue Sticker-Designs kommen. Auch Slapsticker sind geplant. Klamotten sind geplant. Aber halt nach und nach, ne? Contenance. Du, hast du eigentlich unser Q&A vergessen? Nein, das habe ich beim letzten Mal schon gemacht, weil es gab nur eine einzige richtige Frage und das war von Tobias und der meinte, kann ich auch mal Fritz sehen und deswegen habe ich dich gefilmt. Ich habe auch eine von Patrick. Ach ja? Ja, er fragt, warum wir so eine knuffigen, süßen Gummibärchen sind. Das sind die Gene. Alles die Gene. Tatsächlich fällt mir jetzt gerade ein, dass ein Bekannter gefragt hat oder beziehungsweise er weiß es, aber ich soll es halt nochmal erwähnen. Ob wir denn in Zukunft geplant haben, größere Teile zu verschiffen, also sprich Bodykits, Motoren, Türen. Und ja, sobald dieser Containerfluss wieder gegeben ist, dass wir jede Woche, alle zwei Wochen einen Container verschicken können, werden wir das auch wieder in Angriff nehmen. Wir haben halt aktuell auch nicht so viel Platz zum Lagern, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Aber sobald sich da auch die Dinge ändern werden, werden wir das natürlich auch wieder kommunizieren. Ja. Viel mehr habe ich euch auch gar nicht zu erzählen heute. Ich muss jetzt auch weiter zur Bank. Die Zeit drückt. Und Fritz, du wirst jetzt in die Wildnis fahren. Ich habe da auch schon eine Idee, in welche Richtung. Zu den Wasserfällen. Das wäre eigentlich, denke ich, mal ein cooler Spot. Und ja, dann machst du einen Carporn. Ich bezahle Sachen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Zoom-Garage-Team. Thank you.